Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy X Teil 2. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Also, ich hab's nicht hingekriegt, ein Chocobo zu fangen. Ich bin dann aber auch gegangen und hab gesagt, in der stillen Ebene soll es auch nochmal Chocobos geben. Lasst uns da, oder im Beside später dann, lasst uns da dann noch vielleicht einen Chocobo fangen. Da kommen wenigstens nicht diese komischen Dinger da, die vor denen ich weglaufe, weil sie einfach so scheiße sind oder wie auch immer. Von daher probieren wir das später noch einmal. In der Hoffnung, dass es dann vielleicht besser läuft. So. Temple de Chaos ist, glaube ich, alles fertig. Das haben wir fertig, das haben wir fertig. Makelania-Wald haben wir auch unsere beiden Sphärophone angebracht. Wüste Picanel waren wir noch nicht. Ein Hilferuf von Nadala aus dem Ausgrabungscamp. Scheint aber nicht so dringend zu sein. Sollen wir später nachschauen? Nee, das machen wir jetzt gleich. Boy, am I glad to see you. I need your help with something. Fiends? Not fiends. Cacti. Marnala of the Cactuar Nation has asked to see us. We've been too busy here to spare anybody. If it's not a problem, I'd like you to represent us. What's the Cactuar Nation? Don't worry if you haven't heard of it before. We've only recently established diplomatic ties. Benzo! This is our interpreter, Benzo. Very nice to meet you. Hi. All right, you can take it from here. When will you ever learn to say no? Aber Kaktorengebiet, das kennen wir doch eigentlich schon, weil aus dem Teil 1, weil da haben wir ja dafür gesorgt gehabt, dass dieses Wirbelsturm-Dingsturms vom Kaktorengebiet weg ist und wir ins Kaktorengebiet reingehen konnten. Da war, glaube ich, auch was für eine Solaris-Waffe oder so. Ich bin der Einzige, der mit Machnela sprechen kann. Es ist schwer, es jemand zu erklären, der Manela noch nie gesehen hat. Okay, dann gehen wir doch mal ins Kaktorengebiet. Diesmal ist es also das Kaktorengebiet. Sie mag euch wohl. Ja, da gehen wir auch hin. Wie gesagt, die Gegend kennen wir eigentlich auch schon aus Teil 1. So where's this Marnala anyway? Right here. Here where? Du stehst vor sie, ja. This is the place? Ach, Nadella, komm doch. This is Marnala. Ich werde dolmetschen. Marnala grüßt mich. Guten Tag, Benzo. Ich begrüße auch euch, Sphärohunter, sagt sie. Ich bin Marnala, die Herrscherin über das Kaktorengebiet. Ihr seid wahrscheinlich erstaunt, sagt sie schmunzelnd. Wir Kakteen des Kaktorengebietes waren einst selbst Kaktoren. Kakteen, die in der Wüste wachsen, werden zu Kaktoren. Und Kaktoren, die ausgewachsen sind, werden wieder zu Kakteen. Und schlagen hier Wurzeln. Unser Stamm hat so seit Urzeiten Picanel beschützt. Ich hoffe, dass ihr die Situation begriffen habt. Haben wir es begriffen? Kein Durchblick, oder? Oh, schade, sie ist etwas enttäuscht. Ja, aber eigentlich, ich muss zugeben, dass es unglaubwürdig klingt. Darf ich es euch noch einmal erklären? Ja, bitte. Danke, sie ist froh, das zu hören.
Der Kakteen des Kaktorengebiets waren einst selbst Kaktoren. Kakteen, die in der Wüste wachsen, werden zu Kaktoren. Und Kaktoren, die ausgewachsen, hatten wir alles eigentlich gerade schon. Und schlagen hier Wurzeln. Alles klar. Manela möchte nun zu einem Kern der Sache kommen. In letzter Zeit geschehen seltsame Dinge in der Wüste. Vielleicht habt ihr es bereits bemerkt. Ein furchtbares Monster, das unter der Erde schlummerte, ist erwacht. Noch sammelt es seine Kräfte, doch bald wird es ausbrechen. In dieses Gebiet wird es als erstes einfallen. Der Grund dafür liegt weit zurück in der Vergangenheit. Als die letzte Stammesführerin dieses Monster versiegelte. Das Monster wird ganz sicher zurückkehren, um sich zu rächen. Wir müssen deshalb die Sandsturmbarriere errichten, die wir in Teil 1 abgebaut haben. Jetzt wissen wir wenigstens, warum diese Sandsturmbarriere da gewesen ist. Die war da, um die zu schützen. Doch nur die 10 Wächter können diese Barriere errichten. Leider sind sie über ganz Biera verteilt. Bitte, hol sie zurück! Wo die einzelnen Wächter sind, weiß der jeweilige Kaktusmann. Bringt die 10 Wächter hierher zurück, bittet sie euch. Das wäre alles von Marnellas Seite. So, und damit haben wir eine neue Mission gestartet. Sucht die Kaktoren. Die 10 Wächter sind auf Pilgerreise. Bringt sie zurück ins Kaktorengebiet. Fragt die Kaktusmütter nach Hinweisen, wo ihre Kinder gerade sein könnten. Ziel findet sie 10 Wächter. Ja, damit haben wir eine neue Aufgabe, die wir allerdings jetzt noch nicht lösen können. Beziehungsweise noch nicht ganz lösen können. Die werden wir erst in Kapitel 5 komplett fertig bekommen. Ich werde dolmetschen. Normalerweise schlafen die Kaktusmami alle. Die Kaktusmamis, die wach sind, strahlen Wellen aus. Bitte sprecht mit den Mamis, die wach sind, sagt Marnela. Da haben wir gleich eine. Ich werde dolmetschen. Ich bin die Mutter von Lovibia, sagt sie. Lovibia ging mit seinen Freunden in den Norden der Oase. Ich habe seitdem nichts mehr von ihm gehört. Lovibia hat Umwege schon immer gelebt. Ich wäre nicht erstaunt, wenn er irgendwo gestrandet ist. An einen Ort, der uns alle enttäuschen würde. So, das ist unser erster Kaktor, den wir sammeln müssen. In Teil 10.1 war es ja auch so, dass wir Kaktoren sammeln mussten. Und dann so ein kleines Minispiel empfangen mussten, um die Sandbarriere abzubauen. Jetzt müssen wir ungefähr dasselbe machen, auch wieder mit Minispiel, um die Sandbarriere wieder aufzubauen. Wir haben gerade erst begonnen, dieses Gebiet zu untersuchen. Und da hinten ist auch noch etwas. Das können wir uns auch gleich nochmal anschauen. Da ist auch noch ein Kaktor, mit dem wir sprechen können, der Wellen aussendet. Ich werde dolmetschen. Da drinnen hausen die bösen Kaktoren. Ein Zufluchtsort für jene, die sich weigern, ihren Pflichten als Beschützer der Wüste nachzukommen. Geht nicht in die Nähe des Baus, er ist versiegelt. That's the gist of it. Ja, das ist also dieser Bau, der versiegelt ist. Da drin hausen die Bösen. Ja, das hatten wir schon. Kommen wir aber jetzt nicht weiter. Alles klar, dann können wir jetzt erstmal wieder gehen. Und wir sollen ja... Oh Mann, das hat aber gedauert. Oase hieß es. Halt, dann können wir hier losfliegen. Und zwar... Also, ja, bis zur Mitte können wir noch nicht. Ansonsten können wir überall hingehen. Wir gehen aber jetzt in die Oase. Und da sehen wir ihn auch schon. Ist ja nicht zu übersehen. Oh. Schnus. Trinken. Heiß ist es heute. Guten Tag. Einkaufen, ihr wollt? Ja, dann, was hast denn du alles Schönes?
Ja. Jetzt brauchen wir eigentlich nicht wirklich was, aber... Guck mal, wen wir da haben. Lovibia entdeckt. So, die Früchte der Reise. Es soll getestet werden, was die Wächterkaktoren alles auf der Reise gelernt haben. Mit den Freunden, denen sie auf ihrer Reise begegnet sind, bilden die Kaktoren ein Team. Nun gilt es ausschließlich, den Kaktor zu treffen. Mit B können wir schießen und RB können wir ausweichen. Mit B schießen, um die HP des Kaktors auf 0 zu reduzieren und somit zu gewinnen. Je höher die Angriffskraft des Kaktors beim Kontern, desto mehr Munition geht verloren. Ist keine Munition mehr vorhanden, ist das Spiel vorbei. Daher mit RB den Kontern ausweichen. So, gewonnen hat man, wenn die HP des Kaktors auf 0 reduziert worden ist. Wächter Nummer 1, Name Lovibia. Umwege sind sein Leben, sein Können ist durchschnittlich. Hat einen Angriff von 3, Tempo 2 und HP von 10. Lovibia sollte man daher 10 mal treffen, um zu gewinnen. Je höher die Angriffskraft des Kaktors beim Kontern, das hatten wir doch gerade eben, je höher das Tempo des Kaktors, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass er den Kugeln ausweicht. So. Ja, so können wir ausweichen. Getroffen. Getroffen. Ich glaube, Zeitlimit gibt es keins. Es ist aber auch nicht schlimm, wenn wir das hier nicht schaffen. So, da hat er jetzt gekontert. Wir haben noch 20 Munition, das sollte eigentlich machbar sein. Oh, Entschuldigung, Joe. Wie gesagt, wenn man es nicht schafft, ist es auch nicht so schlimm. Ich werde wahrscheinlich eh nicht alle schaffen, sondern irgendwann mal nur noch frustriert aufgeben. Aber gerade den ersten wollen wir doch schaffen, oder? Noch einmal treffen und das war's. So, den Hammer. Wie gesagt, es ist nicht wichtig, ob man es schafft oder nicht. Da ändert sich nicht wirklich was. Dann kriegt man noch eine Gesamtpunktzahl und so weiter und so fort. Wie gesagt, ein kleines, nettes Minispiel. Lovibia gefangen. Er sollte nun ins Kaktorengebiet zurückgebracht werden, denn dort wartet seine Kaktorenmami auf ihn. Gut, dann zurück. Hallo? Wir können ja nicht zurück. Dann müssen wir nochmal ins Gebiet hier unten rein, glaube ich. Oh, ein Delfin, das sich verirrt hat. Das hatte ich auch noch nie. Das hatte ich auch noch nie. So. Gut, dann zurück. Ins... Kaktorengebiet. Wir wollen natürlich den Kaktor zurückbringen. Da ist er auch schon. Also, der läuft jetzt uns hinterher. Ich werde dolmetschen. Willkommen zu Hause, Lovibia. Das Kind hat die Reise noch nicht angetreten. That's the gist of it. Mhm. So, da unten ist die nächste Kaktor-Mami. Ich bin die Mutter von Thoma, sagt sie. Thoma ging an einen Ort, an dem es mehr Wasser gibt als in der Oase. Heißer Sand, sanfter Wind, Sonne und unermesslich viel Wasser. Ich bin gespannt, was das Kind für Reisegeschichten zu erzählen hat. Mhm. Gut, dann können wir wieder gehen. Ja, das wird Bewell sein. Nee, nicht Bewell, Entschuldigung. Beside. Beside natürlich. Da wollen wir aber im Moment noch nicht hingehen. Erst später. Ja, wird Zeit zurückzukehren. Und dann sind wir hier erst einmal fertig und können zur Celsius zurückkehren. Zum Flugschiff. Warum strömen Monster aus den Tempel? Ah, jetzt haben wir kein neues Griff, Dings. Shinras Personenlexikon müsste aber was Neues da sein. Benzo?
Very nice to meet you. Ein junger Olbad, der Einzige, der dazu in der Lage ist, mit Kakteen zu kommunizieren. Das war's. So, dann können wir ins nächste Gebiet gehen. Aktive Verbindung. Ja, logisch. Logischerweise, Bikanel. Sucht die Kaktoren. Machnela aus dem Kaktorengebiet hat uns gebeten, aus allen Teilen Spiras die 10 Wächter Kaktoren zu finden. Also 9 Stück brauchen wir noch. Im Moment können wir noch nichts machen, weil die eine der nächste in Beside ist. Dann können wir mal nach Bevel gehen. Kanzler Baralai ist weg und nur Yemen dürfte in Panik sein. Aber das Möwenpark wird hier wohl nicht um Hilfe gerufen. Ah, Wüste Bikanel. Hat Dings jetzt auch seine Sphärophon eigentlich angebracht? Müsste eigentlich. Der müsste jetzt 2 Sphärophone angebracht haben. Im Kaktorengebiet und im Camp. Ich hoffe, er hat es auch gemacht. Können wir vielleicht nachher nochmal schauen. Vielleicht, wenn wir in Berset sind, dann müssen wir so, nachdem wir in Berset gewesen sind und auch den Kaktor gefangen haben, dann müssen wir sowieso wieder zurück in die Wüste, Bikanel. Dann können wir da nochmal schauen, ob er auch wirklich alles gemacht hat. Er greift gerade nicht an, oder? Die jüngeren Leute glauben wirklich, eine Bestia sei aufgetaucht. Wer wohl solche Lügenmärchen verbreitet, hä? Unter den Bürgern Bevels macht sich Unsicherheit breit. Von der jungen Liga werden wir wohl... ihr von der jungen Liga werdet wohl eure Freude daran haben. Wo könnte Kanzler Baralai bloß hin sein? Na, solche Themen interessieren einen Handlanger der jungen Liga wohl nicht. Wer weiß, was die Handlanger der Liga hier alles im Eifer des Gefechts manipuliert haben. Oh, ihr gehört ja auch zu denen. Wenigstens greifen sie nicht mehr an. Sowohl die Monster als auch die junge Liga stellen eine Gefährdung der Sicherheit bei Wells dar. Wir sind in Alarmbereitschaft, jederzeit gefasst auf einen Angriff der jungen Liga. Aber wenigstens greifen sie uns jetzt nicht mehr an. Wie noch in Kapitel 2. Wir befinden uns in einer misslichen Lage, in einer Bredouille. Doch wir dürfen uns nicht auf das Möwenpack verlassen. So ein Pack aber auch. Mit den Sphärophonen werde ich die Gegend hier auskundschaften. So, das Sphärophon in Bevel ist jetzt auch abgelegt. Weiter kommen aber, glaube ich, nicht rein. Nur Yevon kann jeden Moment auseinanderfallen. So einen Anblick möchten wir den hohen Medium ersparen. Alles klar. Da können wir im Moment nichts machen. Also geht es zurück auf die Celsius und dann in die stille Ebene. Wenn ich denn... da ist er. Oh, Moment, da steht noch Kumpelchen. Diese Stadt macht mich einfach nervös. Okay, alles klar. Zurück zum Flugschiff. Bei uns läuft jedenfalls auch ohne Anführer alles blendend. Dort, wo die Masse von Anführern abhängig ist, herrscht immer das Chaos. So, und dann geht es jetzt in die stille Ebene. Ein Notruf auf den Talgrund. Früher war dort eine Astra. Vielleicht hat es was mit diesen anderen Vorfällen zu tun. Und Glasgow hat eine neue Heimat gefunden und somit ist vorerst Ruhe eingekehrt. Sollen wir nach ihm schauen gehen? Gehen wir erstmal... Ist da was? Wir gehen erstmal hierher. Zum anderen gehen wir woanders hin. Dann können wir nämlich jetzt hier schauen, dass wir im Reisebedarf... Moment, nein. Wir gehen doch erstmal nochmal da zurück. Sphärophon aufbauen. Das müsste nämlich hier drinnen sein. Ja, da ist das Übliche. Müsste nicht eigentlich Shinra jetzt hier sein, um ein Sphärophon aufzubauen? Ah, da ist er ja. Da ist er ja.
Das Ferrophon ist installiert. Okay, also hier haben wir eins. Und im Reisebedarf in der Mitte müsste eigentlich auch noch mal eins aufbauen. Dann hätte man nämlich das schon erledigt. Und dann können wir schauen, ob wir vielleicht hier ein Chocobo finden. Das wäre jetzt meine Hoffnung, dass wir hier ein Chocobo bekommen werden. Außerdem will ich noch mal bei den Typen vorbeigehen. Bei Silberling GmbH und so weiter und so fort. Wenn ich sie denn finde. Oh, da ist eine Kiste. Da komme ich aber jetzt gerade schlecht dran. So, erstmal hier. Willkommen im Wettbüro der Silberling GmbH. Echsenrennen. Nein, wir wollen dahin. PR-Bilanz. Wir sind auf PR-Stufe 4 schon und bekommen 413 Punkte. Das heißt, das, hoppala, das passt alles. Dann zum Reisebedarf nochmal kurz gehen. Und wie gesagt, in der Hoffnung, dass wir hier jetzt dann Chocobo finden. Das werde ich dann vielleicht wieder in der Pause machen. In der Hoffnung, dass ich jetzt auch wirklich einen hier finde. Nein, das sind keine Chocobos. Wahrscheinlich muss ich das wirklich wieder in der Pause versuchen zu machen. Machen wir mal stürmen. Ja, stürmen ist schon, der macht schon ordentlich Schaden. Wenn man bedenkt, dass Rico ja nicht so hoch gezüchtet ist eigentlich in Schaden, sondern eher auf Magie, ist das richtig, richtig schon ziemlich genial. Ach, halt mal, da vorne ist er ja. Ich bin vorbeigerannt. Ja, glaubt das? So. Dank der ist ein Interesse auf 185 gestiegen. So, da müssen wir auch nichts mehr groß machen. Aber hier, sobald das Ferrophon installiert ist, werde ich auch ein paar Spiele ausprobieren. Dann ist das jetzt hier erledigt. Dann können wir hier wieder ein Monster links mal anlegen. Dann machen wir den Lichtring wieder weg und machen stattdessen den Monsterreif ran. Und dann schauen wir mal, ob wir vielleicht ein oder zwei Kämpfe noch zusammen machen. Ja, die Kämpfe ja gehen auch relativ flott von der Hand. Und es kommen keine so komischen Gegner mehr, die, ja, vor denen ich flüchten muss, weil sie dann doch etwas übelst sind. Oh, der sieht heftig aus. Da machen wir mal stürmen. Du darfst vielleicht mal ein Antidot auf Rico machen. Und du meine dunkle Macht oder sowas. ...1200, ja, das ist doch nicht verkehrt. Neutralisieren gelernt. Das macht Shell und Dings runter. Wenn denn der Gegner das haben sollte. Finde ich eigentlich gar nicht so schlecht, wenn wir das haben. Ja, der hält auch schon viel aus. Da wäre so ein Panzerbrecher vom Ritter gar nicht mal so verkehrt. Aber ich habe jetzt keine Lust, mit Pain auf den Ritter umzuwechseln. Ah, das war daneben, Rico. Das war daneben. Und Konfus erlernt. Sehr, sehr schön. So, einen Kampf machen wir noch. Oh, Level up. Einen Kampf machen wir noch und wenn der nichts ist, dann versuche ich es wieder alleine
ob wir da vielleicht doch nochmal irgendwie ein Chocobo finden werden. Und es ist kein Chocobo. Schade. Ordentlich. Und ich glaube, mit dunkler Macht müsste dann der doch auch erledigt sein, oder? Genau. Okay. Dann schaue ich mal, dass ich jetzt hier auf der stillen Ebene vielleicht ein Chocobo finde. In der Pause halt. Da werde ich wahrscheinlich noch einige Kämpfe machen müssen. Ihr habt ja gesehen, wie übel das eigentlich sein könnte. Und dann schauen wir mal in der nächsten Folge zu diesem Tempel. Den kennen wir ja auch schon aus Teil 1. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.